gibt Leute, die würden sowas nie im Leben filmen, weil sie sagen, das ist kein Event einfach. Was soll man, wozu soll man das aufnehmen? Ich war auch immer dafür, dass man so etwas, genau so etwas filmt. Du meinst so die zwischenmenschlichen, die Dinge, die einfach so passieren, die aber notwendig sind, weil es einfach das Wesentliche ist, dass man unterwegs ist. Also die Band Station 17 konnte die letzten 18 Monate kaum zusammen Musik machen. Pandemiebedingt war es uns nicht so richtig möglich, in unserem fensterlosen Proberaum zusammenzustehen. Daher hatte Kai Beusen die Idee, letztes Jahr glaube ich schon, dass wir irgendwo hinfahren, wo wir uns zusammensetzen können und unsere Musik ausformulieren können. Und dann kam Kai auch relativ schnell mit der Idee, das hier im Forellenhof zu machen. Und glücklicherweise hat das alles so hingehauen. Mir ist auch leider. Ich wollte jetzt, es gibt hier so ein geiles Angebot, das kannst du jetzt entscheiden. Musst du sagen, also das kann ich auch sagen. Sofa. Ja, dann mal. Hier ist ein Sofa, drüben ist auch ein Sofa. Morgen. Also auch schön vorbildlich ansagen. Fürs Fernsehen, hätte ich was gesagt. Jetzt hebe ich Stufe ab. Nein. Und habt ihr abgeliefert? Ja. Jo. Ja, hier ist der Proberaum. Hier steht Christian hier hinter. Da Sebi. Da ist dann Philipp. Hier ist Hauke. Servus. Und da bist du, ne? Hier stehe ich. Ja. Hier ist meine Gitarre auch. Und ich singe teilweise auch, jetzt gerade im Moment noch nicht so. Hier steht Nils. Spielt auch Gitarre. Hier arbeitet Rudi und mischt. Macht den Ton auch, glaube ich. Ne? Ja. Hier trifft man sich zum Frühstück. Da frühstückt man. Hier ist dann alles aufgebaut. Das läuft bei euch? Ja. Rudi und ich sind gar nicht. Das bei mir auch nicht. Wo wir oben hier sind. Kommt die Zeit alle nach Hause. Zivilisation!
Da ist die Küche, wo man sich was holt. Ich denke mal, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, gerade bei Leuten wie denen von Station 17, da eigentlich immer so ein bisschen rumzuschwirren und einfach das zu begleiten. Vielleicht musst du auch sehr viel mit denen zusammen sein, dass du irgendwie so ein bisschen wie ein Teil von denen bist. Und dann kommt es denen vor im Laufe der Zeit, den kennen wir schon, der sitzt die ganze Zeit bei uns und er hat nicht immer die Kamera an, aber wenn er sie mal anmacht, dann ist es auch nichts mehr so Neues. So, und dann wirkt das, glaube ich, auch einigermaßen natürlich. Hippelig, Hausmann ist jetzt hippelig. Super, so, jetzt haben wir, er ist süchtig, er ist hippelig. Also, jetzt denken wir mal nach. Hast du schon mal zu viel Bier getrunken? Nein. Okay. Wovon hast du denn schon mal zu viel getrunken? Eigentlich von gar nichts. Auch nicht von Milch? Nein. Gut. Hast du schon mal zu viel gegessen? Ganz selten. Okay. Und wie fühlt man sich dann, wenn man etwas zu viel hat? Kriegt man Bauchweh. Gut, dann kriegt Hausmann jetzt Bauchweh. Ja. Neue Spur. Ja, dann müssen wir das mal alles rüberziehen. Wäre einfach nice, wenn ihr uns das mal ausladen müsst. Ich bin bei Station 17, weil ich so Spaß dran habe, ganz viele Sachen zu spielen, Bongos zu spielen, Percussion, Gesang, am Schlagzeug und alles drum und dran. Und jetzt spiele ich eine Runde Billard. So, und... Jetzt Bauchweh ist jetzt Hausmann. Hat nur Bauchweh. Bauchweh ist jetzt Bauchweh. Bauchweh ist jetzt Bauchweh. Das ist der hier. Zack! Oh, der war ein Schuss in den Ofen. Aber mach nichts, geht gleich weiter. Müde Hausmann.
ist kribbelig. Okay, warte mal, das ist der erste. Wir haben noch eins vergessen. Bin ins Bett. Mach mir hinten in den Teil, der länger ist, nochmal. Ja? Viele Bands, es sei denn, das sind wirklich solche drögen Schnösel, es gibt ja auch Musiker, die so sind, aber viele Bands sind natürlich irgendwo lebenslustig und haben eine Party vor dem Konzert, haben eine Party nach dem Konzert, und aber so wie die sind, so, ich glaube, das interessiert auch viele Leute, so an die mal so ein bisschen vielleicht nicht direkt ranzukommen, aber einfach mal einen Einblick in deren Leben und deren Art, sich zu geben, oder wie man das nennen soll, das einfach mal zu sehen. So. Und die Leute sind ja auch ziemlich unbefangen, oder nach einer Weile ist es ihnen auch egal, ob da eine Kamera bei ist. Ja, moin, wir sind Ernesto und Sebi von Station 17. Ja, was macht ihr hier? Jo, wir machen heute, also nicht nur heute, sondern jetzt die nächsten Tage, arbeiten wir neue Songs aus und gucken auch wegen Songtexten und arbeiten auch mit Andreas Dorau zusammen. Genau, als Abschluss dieser Projektwoche haben wir uns das recht sportliche Ziel gesetzt, am 9.9. in der Fabrik all unsere Ergebnisse live zu präsentieren. Die Möglichkeit, dass es nach hinten losgeht, besteht immer noch, aber auch das Scheitern gehört ja zum Prozess. Naja, das Ziel ist ja letzten Endes die Platte fertig zu machen, beziehungsweise gleichzeitig einfach fit zu bleiben und sich aufs Konzert vorzubereiten. Also so ein bisschen ist da ein ziemlicher Anspruch sogar hinter, weil man jetzt bei Fliegen mit einer Klappe fängt. Und das ist ja für die genauso, ne? So wie sie die Platte gestalten, sie nehmen Unmengen an Material auf, perfektionieren hier oder da nochmal dran, aber lassen es dann auch erstmal sacken, bevor die Arbeit sozusagen am Remixen und neu zusammen ersetzen und auswählen, was ist jetzt das Beste, was kann man nehmen, um es überhaupt nochmal neu zusammenzusetzen und nochmal zu mastern und so weiter. Das müssen die natürlich auch sacken lassen. Ich glaube schon, dass wir hier ganz anderes zusammen Musik machen und deswegen auch andere Musik dabei rauskommt. In der Bana 16 sind wir alle auch gebunden an bestimmte Zeiten, wie Feierabendzeiten. Und um 16, 17 Uhr gehen wir alle nach Hause und haben da unseren ganz normalen Alltag wieder vor uns. Hier haben wir keinen Alltag, beziehungsweise sind in unserer verspulten Blase, wo wir die ganze Zeit zusammen Das ist ja der Songtitel. Man kann natürlich auch das Album. Oder? Dann macht man so ein richtig. Ja, kann man auch. Hausmann als Albumtitel. Gut. Ja, das war gerade mal gut. Man macht dann aber so ein. Muss es aber mit einem Cover erklären dann. Nämlich nimmt man so ein richtig billiges 70s Krautmotiv, wo so ein Typ einfach irgendwie.
Na? Es ist ja heute Feiertag. Ich weiß nicht, arbeitet ihr heute oder macht ihr auch sowas wie einen Ruhetag? Nee, wir arbeiten heute. Wie viele Tage sind wir denn hier schon auf dem Forellenhof und gefällt es dir hier oder geht dir schon was auf den Sack? So langsam verschwimmt es ein bisschen. Ausgeführt. Ja, und tagsüber Picknicke. Heute versuchen wir, all unsere Ideen in ein, in eine Art Setlist zu packen und die hintereinander wegzuspielen. Außerdem haben wir angefangen, mit Andreas Dorau ein Stück zu erarbeiten, was er singen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird. Schnipsel! Ja, da kann nicht schief gehen. Ich wollte gerade sagen, so Restaurants sind alles am. Genau, aber Schnitzel, also eben die Pizza ist bestimmt scheiße, die Pasta ist auch. Aber es wird was probiert. Und? Ja, ich probiere immer was ganz anderes. Ich weiß nicht genau, wie du es meinst, deswegen ich glaube, ich denke, dass du es meinen könntest. Oh, wow. Eine Melodie lag am Boden. Ich hab sie aufgehoben. Dann hab ich sie gesungen. Schön geklungen. Eine Melodie lag am Boden. Ich hab sie aufgehoben. Dann hab ich sie gesungen. Und es hat okay geklungen. Monat noch so.